meistens, wenn ich irgendwas zeichne oder schreibe, so würde ich das mir meistens wünschen, wie es ausgehen sollte. Dann habe ich wenigstens da meinen Seelenfrieden. Ich bin Christoph, bin 31 Jahre alt und wohne in dem Horst. Irgendwann habe ich sozusagen eine Art Geistesblitz, das will ich zeichnen. Ja, da kann ich ja meine Fantasien freien Lauf lassen, ob die Geschichte gut ausgeht, schlecht ausgeht, um was es sich handelt. Sie wie bei meinem Gedichte schreiben. In meinem Kopf ist alles grau, doch es wird bunt, sobald ich denke an die Frau. Eine eigene Familie hätte ich schon gern nicht. Aber was sie ist, ist halt nicht. Mehr meine ich nicht. Mein Traumberuf wäre ja zum Beispiel sowas mit Kindern machen oder so. Oder irgendwas mit Zeichnen. Ich habe ja schon mal ein Praktikum im Kindergarten gemacht. Dafür habe ich aber nur keinen Hauptschulabschluss, keinen Realschulabschluss und auch keine Erzieherausbildung. Doch wenn ich den Hauptschulabschluss nachmache, das habe ich da auch schon des Öfteren versucht. Allerdings bin ich immer gescheitert, als das Lerntempo, sag ich mal, auf normalen Tempo kam. Das ist nicht meine Welt. Auf Arbeiter gucke ich mir nur das Autoteil an und denke mir, Mercedes, BMW, mega. Tagsüber ist die Arbeit langweilig. Aber es ist relaxen angesagt. Nach der Arbeit fühle ich mich befreiter. Montags ist halt erstmal Kaffee, wo ich meistens auch schon früher abhaue, weil ich nicht immer bis 5 sitzen will. Mal habe ich lieber Ruhe. Mal sitze ich auch gerne unten. Mein Knast. Nein, mein Zimmer. Mein Lieblingsort. Ich lese gerne. Am liebsten Comics. Meine Seriensammlung. Am besten Metalcore. In Büchlein, wo ich mir meine Konzertkarten aufbewahre. Ja, damit ich später meine Erinnerung habe, wo ich überall war. Ich werde heute nicht mehr allzu viel tun. Schön DVDs gucken, dann ruhen und euch schmeißt jetzt raus. So, Feierabend, Ende, aus, Schluss.